Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu diesem weiteren Teil von meinem SummerSlam-Orakel, was wir im Twitch-Stream aufnehmen. Und ja, wir haben ja das Match zwischen Daniel Bryan und The Miz. Ich persönlich glaube ja, dass The Miz dieses Match gewinnen wird irgendwie, weil sonst wäre die Fehde einfach total schnell vorbei. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Daniel Bryan hier beim SummerSlam gewinnt. Ich denke mal, der wird so ganz langsam aufgebaut. Und ja, so, das ist meine Argumentation zu der ganzen Sache. Auf jeden Fall, ja, freut ihr euch auf das Match? Das ist tatsächlich noch ein Match, wo ich wirklich auch noch ein bisschen gehypt bin, neben Samoa Joe gegen AJ Styles. Und, ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was hier, weil, wie gesagt, The Miz einfach ein Gott am Mikrofon. Im Ring jetzt auch nicht der Schlechteste. Also es kann eigentlich nur cool werden. Oh, aber The Miz auf jeden Fall, der legt mal hier, legt mal eine Mark drauf hier gerade. Warum kann ich gerade nicht kontern, Mann? Ich bin halt irgendwie echt nicht in der Lage, die Matches anständig zu führen. Kann auch an Schlafmangel liegen, ich weiß es nicht. 25% hat The Miz schon. Vielleicht hätte ich auch The Miz nehmen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. So, jetzt haben wir endlich mal einen Konter gefahren. 5%, genau. 5% haben wir. Bis 5 hat der Ringrichter schon gezählt, das wollte ich sagen. 5%. Alles klar, das ist auch so typisch WWE. Der steht auf, ich komme mit dem Double Extended Blow, aber ich treffe ihn natürlich. Oh, The Miz jetzt mit dem Konter. Nein! Ha, haben wir noch gekontert, sehr gut. Wir haben jetzt zwar keinen Reversal im Moment. Aber geht schon. Mal ein bisschen aufpushen hier. Oh, The Miz kann auch nicht kontern, das ist sehr, sehr gut. Stimmt, ah, wir haben ja den im zweiten Versuch haben wir den ja gekontert. Ah, jetzt The Miz. Jetzt kann ich mal wieder reversen. Ah, laber doch nicht, Mann. War eigentlich jetzt nicht schlecht, so erhole ich mich wenigstens ein bisschen. Oh, jetzt gibt's die Yes-Kicks. Und der sitzt. Komm, machen wir Ecken für. Das wird zwar noch niemals reichen gegen The Miz, aber wir probieren es einfach mal. Hui! So, gucken mal. Vielleicht ist The Miz ja ein Lappen und das reicht schon. Eins, zwei, nein. Gut, das ist jetzt so ein Moment, wo ich mich ärgere, warum ich es mal probiert habe. Weil ich mache es wirklich am liebsten so. Ich hasse eigentlich so mehrere Finisher den Gegnern reindrücken. Dann sammle ich die lieber ein bisschen. Und dann ist auch wirklich nach dem ersten Finisher oder so Schluss. Aber man kann es mal probieren gegen den Mist. Der war so gemein zu Daniel Bryan über die ganzen Jahre. Der hat es jetzt verdient, dass er sich einfach mehrere Running Knees verdient. Ach man. Na gut. Hat er jetzt den Signature. Nein! Scheiße. Da kommen wir aber bei 1 easy raus. So, Comeback. Müssen wir irgendwann mal eine Taste drücken? Ah. Sehr schön. Na komm, steh auf. Steh auf, Missy. Jetzt die nächsten Yes-Kicks. Ich dachte eigentlich, der hat noch den Yes-Lock als Signature. Too sweet, baby. Komm, probieren es jetzt mal. Er kontert, verdammt. Scheiße. Weil der hat doch einen Finisher. Ja, geh weg, Miss. Das wäre bestimmt, oh nein. Nein, zu früh.
Ja, das war ja mal nix. Match bleibt spannend. Wobei, so spannend bleibt es jetzt eigentlich auch nicht. Der hat eigentlich so einen richtigen Lauch-Finisher jetzt benutzt. Der mir jetzt nicht großartig geschadet hat. Ach, oh doch, ich habe getroffen. Alles klar. Oh, ich muss mich gerade mal ein bisschen entspannen hier. Ich bin gleich kaputt. Nein, Running Lee, ey. Scheiße, Mann. Platzwunde ist da. Ach, komm, ey. So, jetzt habe ich auch wieder mein Signature. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Nein! Nein! Ich kann gerade nichts machen, Mann. Keine Ausdauer. Ach komm, warum hat der eigentlich nicht seinen Calf Crusher? Jetzt kommt er. Warum halte ich nicht meine Klappe einfach? Zu spät. Aber ich habe garantiert noch einen Widerstand mit Daniel Bryan, oder? Was? Oh, Alter, ich komme noch raus. Holy shit, Mann. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Wieso habe ich keinen Widerstand mit Daniel Bryan? Das darf doch nicht wahr sein. Na, oh, toll, ey. Da ist er weg. Mein Signature. Ey, The Miz ist echt nicht schlecht. Das muss man tatsächlich mal hier... Oh, zu früh. Och, komm, ey. Nicht schon wieder. Nein, zu spät. Alter, warum ist mein Körper denn so im Arsch? Jetzt habe ich Widerstand, alles klar. Aber eben nicht. Warum? Ah, The Miz wird wütend. The Miz wird wütend. Da ist er, der Aufgabegriff. Der Yes-Lock. Ja, Mann, jetzt gibt er auf. So schnell geht's, Junge. So schnell geht's. Gegen mich hat er nicht durchgebracht. Der It-Lock, aber der Yes-Lock, der ist erfolgreich. Daniel Bryan gewinnt also dieses Match. Wie ich es auch ja, in der Realität nicht glauben werde, weil ich immer davon überzeugt bin, dass The Miz für die Rivalität den Sieg holt. Naja. Also, damit danke ich jetzt wieder bei allen, die jetzt reingeschaut haben, sich dieses Match angesehen haben. Wie gesagt, jede Viertelstunde gibt's einen neuen Teil vom WWE 2K18 Orakel. Was kommt? Macht der Bo Dallas hier? Bo Dallas ist da. Der ist wütend. Der hat Bluthochdruck. Das B-Team ist da. So, jetzt Daniel Bryan. Daniel Bryan jetzt. Jetzt kommt die Bestrafung gegen Bo Dallas. Jetzt kommen die Yes-Kicks. So. Jetzt noch den Eckenfinisher und dann sollte der Typ doch K.O. sein. Was will der Ringrichter eigentlich da draußen, Mann? Boom. Ja, so kann es gehen, Bo Dallas. Also, Leute, nochmal jetzt. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Jede Viertelstunde ein neuer Teil vom SummerSlam Orakel. Wenn ihr da Interesse habt, lasst meinem Kanal nochmal ein Abo da. Weil jeden Tag im 12. gibt es eine neue Folge vom WWE 2K18 Universe Mode. Es wird bis zum Release von WWE 2K19 durchgezogen. Also wenn ihr Wrestling-Fans seid, lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Ich bedanke mich jetzt nochmal fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.